Willkommen zu meinem Classic Talk. Die Ausgabe heute mit der wunderbaren Emily Heul, eine ganz junge, super erfolgreiche Harfenistin. Und freue mich wirklich sehr, dass sie zugestimmt hat, hier an meinem Talk teilzunehmen. Und ich hoffe, dass ich sie jetzt gleich dazu schalten kann. Und Emily, du musst, glaube ich, einmal dich da einwählen oder mir irgendwie so die Einladung zusenden. Ich kann das zwar auch mal versuchen, weil sie ist schon online, das sehe ich. So, jetzt schauen wir mal. Und ihr dürft natürlich jederzeit Fragen stellen und wir hier gerne in den Text schreiben. Ich versuche das dann parallel zu beantworten. So, jetzt muss ich aber die Emily irgendwie unbedingt hier live zuschalten. Denn hier. Schauen wir mal gerade. Jetzt wackelt das Ganze hier. Da haben wir es. So. Jetzt warten wir auf die wunderbare Emily. Das müsste klappen. Hallo! Ja, hallo! Wie schön! Und mit Harfe im Hintergrund. Hör mal. Mehr geht ja nicht. Das ist ja toll. Ich freue mich wirklich sehr, dass du heute ja, ich auch. Danke bei mir einladen. Bist hier. Und wenn ich irgendwie zu schnell spreche und du irgendwie mit dem Deutsch Schwierigkeiten hast, dann alles mir einfach. Aber du bist so lange hier schon in Deutschland, ich glaube, du sprichst kein Du sollst das nicht sagen, dann ist es peinlich, wenn ich nicht sprechen kann. Ja, das ist ja wunderbar. Also wir wollen ja heute irgendwie erstmal über dein unglaublich außergewöhnliches Instrument, die Harfe, sprechen und natürlich auch über deine neue Debüt-CD, das kommt etwas später. Und ich habe mich so ein bisschen belesen und fand es so lustig. Letztendlich ist ja Tschaikowski an allem schuld, ne? Ist das so, ne? Mit Schwanensee. Ja. Erzähl doch mal, wie das war. Du hast so einen Auszug aus Schwanensee gesehen, beziehungsweise im Ballett mit deinen Eltern und dann hat es dich gepackt, ja? Ja, also du kennst die Geschichte schon. Naja, also ich erinnere mich nicht, weil ich sehr jung war. Aber ich habe viel Ballett angeschaut mit meiner Mutter und Großmutter. Und ich hatte schon mit der Klavier angefangen, so als ich 3 Jahre alt war. Wow, so sehr früh, ja. Ich kann dich nicht mehr spielen, ne? Ich habe schon versucht, dann diese Melodien auf dem Klavier zu spielen. Und dann, ich glaube, wir haben auch ein Ballett dann auf dem Fernsehen gesehen und wir haben diese Harfenkadenz. Ah ja. Gesehen und meine Eltern haben gesagt, ach, vielleicht das wäre eine Idee. Und das ist ungewöhnlich, dass die Eltern so etwas vorschlagen, aber ja. Die Eltern sind, glaube ich, beide Musiker, wenn ich das richtig sehe. Ja, also meine ganze Familie sind Musiker. Wahnsinn. Also, ja. Auch meine Bruder und Schwester. Und du bist aufgewachsen in Nordengland, also geboren. Genau, ja, in Newcastle. Newcastle, naja. Ah, ja. Und dann hat sich aber irgendwie relativ früh dann für wahnsinnig guten Unterricht dann nach Schottland, glaube ich, verschlagen. Genau, ja. Als ich 11 Jahre alt war, bin ich nach Schottland gegangen, zu einer Spezialist Musikschule. Mhm. Toll. Und deine Eltern sind, glaube ich, mit hochgezogen, oder ist das richtig? Das stand da. Ja, also für 3 Jahre sind wir alle zusammengezogen. Wahnsinn. Und dann habe ich meine Schule nochmal gewechselt. Es war ein Internat. Und danach sind sie wieder nach Newcastle gekommen. Ja. Ich habe eine Frage, und zwar in mein Nordengland, und ich hatte nur gelesen, ich meine, die Harfe ist ja ursprünglich in Europa, ich glaube, das erste Mal bei den Kelten aufgetaucht, in Irland. Ja, und ja, kann sein. Und so eine gewisse Verbindung, dass in England durch die Nähe zu Irland das dann auch besonders beliebt ist, diese Folkharfe. Ja, genau. Ja? Also es gibt eine große keltische Harfe-Tradition dann in Nord, also überall in England, aber sehr viel in Schottland und in Irland und dann Wales, das ist auch eine andere Sache. Sie haben die ihre eigene Harfe. Und was unterscheidet die jetzige Harfe, auf die du vielleicht noch eingehst, die Pedalharfe von der keltischen Harfe? Ist die kleiner, die keltische? Oder? Ja, also ich kann dir zeigen eigentlich. Ja, also ich habe... Also,
kriegen wir Ja, richtig was geboten ein hier. bisschen Chaos in meinem Zimmer. Wir haben alles umgebaut gestern. Aber hier ist meine keltische Ach, Harfe. wie toll. Also Ach. das hat, die hat ja 34 Saiten und statt Pedalen, also auf der Pedalharfe haben wir Pedalen unten, aber wir haben hier Haken Ah ja. und die können wir so und dann eine wechseln und dann der Ton wechselt sich. Und kann man, ist zwar eine Und ganz blöde Frage, aber irgendwie sagen, dass das, also ist die Pedalharfe schwieriger zu spielen ist als die keltische oder ist das einfach ganz unterschiedlich? Also wie. ich würde sagen, also die Pedalharfe ist unbedingt komplizierter als die keltische Harfe. Ja. Also, weil es gibt so viele Möglichkeiten dann. Also wir haben so sieben Pedalen und jede Pedal hat drei Stellen, wo es sitzen kann. Und das Was bedeutet mache ich denn entweder mit wir. den Pedalen? Also ich habe dann irgendwie die Tonarten Okay, im also. Schach. Wie kann ich meine Kamera enden? Ja. Okay. So zum Beispiel, hier, wir haben sieben Pedalen Ah ja. und ja, so drei Lücken. Ah. Und wenn sie oben sitzt, das heißt flat. Ja. In der Mitte, das ist natural. Und ganz unten, das ist sharp. Und jede Pedal kontrolliert einen Ton. Also zum Beispiel die hier, das ist der Pedal für die Saite D. Ja. Und das kontrolliert alle D-Saiten auf der Harfe. Also Ah hier ist ja. ein D. Ja. Das ist das jetzt. Ja. Und dann ich drücke die Pedal und dann ich weiß nicht, wie die heißen auf Deutsch, aber die drehen. Das ist jetzt D. Und dann hier, das dreht sich um. Dann Wahnsinn. haben wir das. Das ist ja toll. Aber es Und gibt. dann die ganze Zeit, als wir spielen, dann wir müssen die Pedalen bewegen, Ja, ich wollte sodass gerade wir sagen, gemacht wie ist das haben. dann in einem Stück? Schreibt man sich das auf oder ist das dann intuitiv? Ja, wohl kaum, ne? Wahrscheinlich, also, oder übt man das so lange, bis man dann weiß, okay, an der Stelle muss ich das Pedal treten und stellt Ja. sich ziemlich komplexe vor. Ja. Also beides. Ja, also wir müssen es auswendig haben. Ja. Und dann, also im Orchester natürlich ist das alles drin, aber wenn wir auswendig spielen, dann müssen so alle Töne denken, aber auch an unsere Füßen. Und Ja. Und die Harfenisten, das ist tatsächlich so anders als die Pianisten spielen nur mit vier Fingern, ja? Das ist also, ja, ja. genau. Wir spielen mit kleinen Fingern. Okay, und ich habe auch Also, irgendwann mal gehört, wurde mir erzählt, dass man so schon eine spezielle Veranlagung haben muss, dass die Fingerkuppel das alles mitmacht, weil das schon sehr, sehr anstrengend ist. Kann das sein? ja, also die müssen auch ein bisschen hart sein, aber Ja. nicht zu hart, dann wird den Ton schlimmer. Ja. Irgendwie. Und gibt es dann, ich meine, also reißt das manchmal auch ein oder wie hat man sich das vorzustellen? Also ich meine, das ist ja wirklich, ja, also so eine Saite ist ja wirklich manchmal auch scharf, ne? Also das kann ich mir gar nicht Ja, vorstellen. Also die ganze Zeit. ich würde nicht sagen, dass die Saiten scharf sind, aber also normalerweise es tut nicht weh. Aber ja, manchmal, wenn du so 7 Stunden laut geübt hast oder besonders viel Glissandi gespielt hast, dann Ja. So wie du bei einem wünschst, dass du ein Pianisten, anderer Instrument wenn du spielst. Glissandi, ne, dann reißt auch die ganze Haut hier ein. Ne? So, wenn man das dann zu oft macht, ist es auch nicht so toll. Genau. Ja, Das ist immer interessant. pizzicato. Ja. Sag mal, Ja. und es ist ja schon also, wirklich beeindruckend, wenn man deinen Lebenslauf liest. Es ist ja einfach alles da, was irgendwie zu Erfolg gehört und zum Erfolg gehört. Du warst bei den Berliner Philharmonikern zwischendurch eben mit in so einem speziellen Jugend oder jungen Programm, sagen wir es mal so, in der Akademie, glaube ich. Ja. Und dann, ich glaube, auch Solo-Harfenistin beim Bayerischen Rundfunk, ist das richtig? Ja, ich habe 2 Jahre Ja, in Wahnsinn. München. Und warum bist du dann zum WDR? Weil ich dachte so, ja, Bayerischer Rundfunk, also ich meine, viel mehr geht ja eigentlich, ne? So, und wie Ja, kam das? nee, ich hatte da einen 2 Jahre Vertrag und Ja. dann ist auch zu Ende gekommen und dann ich war freiberuflich für ein paar Jahre und dann habe ich vor 2 Jahren, fast genau vor 2 Jahren, die Stelle in WDR gewonnen. Ja, Wahnsinn, ganz, ganz toll. Und bist du noch nervös dann beim Probespielen? Ich meine, also für die Ah ja, Leute, natürlich, immer. sozusagen, Muss das ist checken. Pech. Genau, also nur zur Erläuterung, also die Orchestermusiker müssen sich eben bewerben für die Orchesterstellen vom Probespielen. Meistens sind es mehrere Runden.
Und es ist halt, Ja. ich habe auch so etwas tatsächlich mal erlebt bei Posaunisten, weil ich also ja mal so Probespiele fingiert habe und irgendwie begleitet habe und dann durfte ich auch mal mit. Und ich fand das wirklich unerträglich. Ne? Also dann wurde David-Konzert und dann wurde nach ein paar Takten abgebrochen. Ja, und vielen Dank. Ne? Und der nächste. Ja. So. Und Ja, es ist oft so. psychisch erstmal aushalten. Ne? Das ist Ja. ja schon nicht ohne. Und hast Ja. du so eine besondere Strategie irgendwie über die Jahre entwickelt, so gegen Lampenfieber oder dich so zu Ja. fokussieren, dass das gut ging? Ja, es hängt so nach den Tagen. Ja. Also ich finde ich muss immer so viel atmen, so Atemübungen machen, kurz vor Spiele oder ich habe gefunden, dass Yoga hilft wirklich viel. Ja. Naja, aber man muss einfach gut vorbereitet sein und Ja, und gut sein natürlich. besonders wenn wir arbeiten, wir haben nicht immer so viel Zeit dafür zu Ja, vorbereiten. natürlich, ja, klar. Ja, Das ist richtig. ja. Und was ist im Orchester, kannst du das so sagen, das Schwierigste für eine Harfe, also für eine Solo-Harfenistin an Repertoire? Also gibt es da irgendwas, was wirklich unglaublich schwierig ist? Oder kann man sagen, naja, also die ganze romantische Literatur ist sowieso anspruchsvoll? Ja. Oder. Also schwierig, also vom Notenlernen her, würde ich sagen. Also Strauss und Wagner, also es gibt unheimlich viele Töne und Ja. viele Ja, Pedalen verstehe. Ja. und sehr, sehr viel spielen, aber plötzlich, wir warten so eine Stunde so, und unsere Finger sind kalt und dann müssen wir wirklich so Genau. krasse, schwierige Stücke Ja. spielen. Aber also was ich meistens mag wahrscheinlich, ist, wenn etwas wie Zigan oder Spannensee zum Beispiel kommt. Und dann bist du eigentlich ganz frei. Wir haben so diese großen Momente, wenn ich nur Harfe ist. Ja. Aber ich denke, ich bin ein bisschen Ja. Diebe Ja. damit. Es macht so Voll. Und hast du den Eindruck, dass du unter unterschiedlichen Dirigenten auch unterschiedlich spielst oder dass der dich da vorne motivieren kann? Oder wie ist Ja, das? also du musst immer anders reagieren. Ja, das stelle ich schwierig vor. Und so manchmal, du kannst empfinden, dass sie möchten, dass du ein bisschen anders spielst, so vielleicht so einfach nur leise oder starker spielt oder weiß ich nicht, aber Ja. ich denke nicht, ich muss in dieses Spiel jetzt spielen, weil diese Dirigent hier. Ja. Und bei Strauss zum Beispiel, wie viel Harfen sind da im Einsatz? Also ich meine, es gibt ja nicht nur dich dann sozusagen, sondern. Ich denke meistens nur zwei. Also wenn ich denke, so Alpensymphonie und Salome und sowas. Ja. Ja, meistens nur zwei. Und Aber wie das war macht immer total Spaß. So beide Harfen hatten so viel zu tun und toll. es macht richtig Spaß. Ja, und aber sonst im Orchester sind 4 Stellen besetzt, 4 Harfenstellen also sozusagen, oder sind es immer nur zwei, die sozusagen die Stelle Ah. haben im Orchester? Weil ich Also weiß, es meinst gibt du so ja diese. generell im Orchester in der Genau, Welt? genau, genau. Ja. Ich denke, also es ist meistens so im Symphonieorchester, es gibt meistens nur eine Harfist. In der Oper oft ist es zwei und dann gibt es auch so Akademiestellen dazu. Und das, also das ist, was ich in Berlin gemacht habe. Ja, Ähm, Wahnsinn, ja. ja. Und Und hast dann du. die Academies, dann sie spielen als zweite Harfe. Ja. Sie haben diese. Ja. Ja. Und gibt es irgendwie noch einen Wunschtraum, also irgendwie ein Orchester, wo du unbedingt mal gespielt haben möchtest, als also Orchestermitglied, also jetzt nicht solistisch, sondern Oh, ich als. weiß nicht eigentlich. Darfst du vielleicht jetzt auch gar nicht sagen, nein, aber ich meine, vielleicht mal Also, die ich Elbphilharmonie muss oder sagen, die Wiener ja. oder ja, weiß ich nicht. Das ist. Ja, also ich liebe mein Orchester hier, so wie der in Köln. Also sie spielen super und Ja. die Leute sind sehr lieb und es Ja, ist sehr toll. freundlich Ja, das und ist ja auch auch sehr viel ziemlich wert. entspannt auch. Ja, das ist natürlich auch extrem wichtig. Ja, denke ich auch. Ich habe auch ein bisschen in Paris gespielt, und das war auch sehr interessant, weil es natürlich ein anderer Stil ist. Also Deutschland hat seinen Stil. Und also die französische Orchester vielleicht spielen die Musik von Debussy und Ravel ein bisschen öfter und vielleicht ein anderer Stil. Und was Vielleicht ist verstehst der du unter anderem interessant zu Stil? erleben. Was verstehst du unter anderem Stil? Also so für uns Laien hier, die keine Ahnung von diesen Dingen haben. Was meinst du?
Vom Stil, weil du sprachst, ist ein anderer Stil, auch Ach ja. deutscher Stil oder französischer Stil. Also ja, ich meinte so, vielleicht der deutsche Stil ist, also es ist ziemlich schwer, also es ist super dunkler Klang. Und also ich glaube, es ist sehr generell. dann vielleicht in Frankreich ist ein bisschen mehr, ist ein bisschen leichter. Also die Musik, so, zum Beispiel so von Debussy und Ravel, es ist viel leichter als die Musik von Wagner und Absolut. Strauss. Das ist eine andere Welt. Ja. Ja. Was interessant ist, um so kurz zu erzählen, das ist so, glaube ich, dass 1820 so die Pedalharfe entstand. Ist das richtig? Also eben dann die großen romantischen Ja. Komponisten sozusagen eben die Harfe dann eben auch neu entdeckten wahrscheinlich. Und solistisch, da Ja. kommen wir dann jetzt gleich zu, glaube ich, erst irgendwie im 20. Jahrhundert. Ne? Ist das richtig? Ja, Ja, ne? also die Harfe hat so eine Renaissance irgendwie. Also Anfang 20 Jahrhundert, würde ich sagen. Ja. Ja, und jetzt auch, wenn wir so an die Solisten denken, wie Xavier de Maistre und diesen ganzen, also auch so ein Hype in gewisser Weise erlebt, oder? Also Ja, ist ja, genau. ja ist schon, ja. Aber es gibt wahrscheinlich mehr Frauen an der Harfe als Männer, oder wie ist das? Ich denke momentan ja. Also ich war nicht immer so. Ja. Aber im Moment, ja. Aber es gibt schon so viele, viele Männer, Ja, Harfenisten. ja. Ja, Interessant. aber ich denke, Ja. wir sind die Mehrheit. Ja. Jetzt kommen wir doch mal zu deiner wunderbaren neuen CD. Also die heißt Balladen. Und wie kamst du dazu, zu dem Programm? Also es sind ja, also was uns beide eint, das ist unsere erste Solo-CD, beide Ja. die Bach-Toccata beinhaltet, ja, Ja. spielen wollen. Also ich habe sie auf dem Klavier gespielt, du auf der Harfe, und ich wusste nicht, dass man so wunderbar Polyphon auf der Harfe spielen kann. Also ich habe mir das Also angeguckt, das das war ist eine komplett. Herausforderung. Ja. Das war eine Ja, richtige es ist ja auf Klavier schon Herausforderung. schwierig, aber ich denke mir so, es war wirklich fasziniert und es ist ganz, ganz toll. Danke. Ja, Ja. eigentlich es war wegen dieses Bach. Also ich hatte es angefangen, vielleicht auch so vor ungefähr 2 Jahren. Warum ausgerechnet diese Toccata? Hatte das einen Hintergrund? Weil ich liebe so Musik zu entdecken für die Harfe. Und Stücke zu finden, das vielleicht noch nicht auf der Harfe gespielt wurde und dann ja auf der Harfe zu probieren. Aber wir haben so unsere Grenzen auch, dass wir können nicht so viel mit unseren linken Hand. Also wenn es, also Beethoven zum Beispiel, ist es super schwierig auf der Harfe, Ah ja. weil es gibt oft super schnelle Sachen so ganz tief auf dem Instrument. Und ich habe dieses Toccata gehört und ich habe gedacht, eigentlich vielleicht, also die meistens die schwierigen oder die schnellen Sachen sind eigentlich oben. Und auch diese wunderbaren Kadenzen, Fantasien-Momente, die würden super auf der Harfe passen. Und dann habe ich angefangen und ist okay, ja, okay, es geht, es ist schwierig, aber es geht. Wahnsinn. Und dann ein Jahr gearbeitet und okay, jetzt vielleicht kann ich schon aufnehmen. Aber, Ganz toll. ja. Und die anderen Werke, das war eben auch von Debussy etwas, ne? Dann Genau, ja, Ballade. genau. Und ja, und Casella ist jetzt Cancellas Sonate, ja, genau, die das ist Harfe. bekannt für die Harfe, ne? Genau. Eigentlich nicht so bekannt. Ah. Und ich war sehr überrascht. Ich bin immer noch sehr überrascht. Ich habe es ursprünglich gelernt, so vor fast 10 Jahren, glaube Ja. ich. Und das war für einen Wettbewerb. Aber das war auch eine Wahl. Wir können Caselle oder eine andere Sonate auswählen. Aber ich glaube, es gibt vielleicht 3 Aufnahmen von diesem Stück in der Welt. Wahnsinn. Und ich kann es einfach nicht glauben, weil es so ein tolles Stück ist. Ja, woran mag Und das liegen? Das ist komisch. Ja, also ja, gerade es ist eben wirklich das, so, was auch, bringt. es gibt Ja. so viel Content irgendwie drin. Also er sagt so viel in dieser Musik. Und ja, natürlich, es gibt viele Töne zu spielen, aber es lohnt sich total. Und also wir haben andere Sonaten, dass wir wirklich heftig spielen. Zum Beispiel Hindemith-Sonate Ja. oder der Suite von Britten. Aber ich weiß wirklich nicht, warum es ist nicht Hindemith, Britten und Casella. Ja. ja, Interessant. das ist Und aber komisch. genau, und dann hast du Scarlatti hast du auch noch dabei, ne? Genau, ja, Genau. auch diese E-Dur-Scarlatti. Ja. Aber ich glaube auch auf der Klavier, es ist selten gespielt, Ja, diese das stimmt. Nummer.
Ja, ich meine, da gibt es natürlich etliche Sonaten, ne? Muss man ganz ehrlich Ja, sagen. Immer bis man sich genau. da durchgewurschtelt hat mit Scarlatti, dann, also genau, es gibt einfach sowieso so viel Klavierliteratur, ne? Also im Vergleich. Da Ja, weiß man gar nicht, wo man anfangen soll, ne? Und wenn man gucken ja, aber es ist Mozart, auch so. ne? Und diese ganzen Dinge, es ist ja auch. Ja, stimmt. Ja, also es gibt wirklich viele Sachen, Ja, dass man spielen kann. ja. Aber es war auch so mit, ich muss immer an das Harfenisten denken. Und also was würde auf der Harfe passen? Oder so, es gibt so schon eine Menge, die, okay, das ist unmöglich, unmöglich, das würde gar nicht gut klingen. Hast du gleich die Vorstellung, wenn du ein Stück hörst, dass es könnte passen, das nicht? Ja, Oder ja? ja. Ja. Also wenn es sehr chromatisch ist, dann vielleicht nicht. Also ich wollte sagen, ich finde diese Reflexions sur l'eau, ich denke, die Debussy, von Ja. Debussy zu spielen. Aber es gibt so viele chromatische Töne am Anfang, also es geht einfach nicht. Es ist so schade aus. Ja, ja. Wahnsinn. Und so von der Orchesterliteratur hast du eigentlich vom Repertoire fast alles gespielt oder ist Nee, also nicht fast alles. Also ich hab schon ein bisschen Glück. ja, ich wollte gerade sagen, ne? Wahrscheinlich von jeder Epoche habe ich schon ein paar Stücke gespielt. Ja, also ich hatte wirklich Glück gehabt, so viele Möglichkeiten Ja, zu toll. spielen Naja, zu gut, ich haben. meine, das Glück fällt nicht vom Himmel. Ne? Du hast natürlich auch viel gearbeitet und bist sehr talentiert und ja, also hast Also alles ja, getan. Ne? aber es ist wirklich viel Glück auch, dass in diesem Moment, bei diesem Probespiel, dass du gut spielst und dass sie dich mögen in diesem Moment. Das ist richtig, das ist vollkommen Ja. richtig. Aber trotzdem ist es natürlich nicht nur Glück und Zufall, ne? Sondern also ich denke schon, dass man ja auch sich gut vorbereitet, viel investiert und ja, das Naja. kann sich mancher Nichtmusiker halt nicht vorstellen, ne? So was das bedeutet. Ne? Also wirklich ein Leben lang und immer üben und das ist so. Wie Ja. übst du? Ist das ganz unterschiedlich oder hängt das davon ab, ob Konzerte anstehen oder ob du neues Repertoire lernen musst oder muss der Harfenistin immer oder der Harfenist immer üben? Also so wie Pianisten Ja. auch. Ja. 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 Ja, ich merke wirklich so, wenn ich 2 Tage nicht spiele, dann Ja, bin ich da, oh, ich schon habe wieder. Furcht, schönes Ding, ja. Oder manchmal schon nach einem Tag, dann immer so, oh Gott, was ist das denn? Also irgendwie Ja. fühlt sich so fremd an. Also es ist wirklich verrückt, aber ja, das Ja, ist so. und dann auch die Fingerspitze dann nach Das vielleicht bleibt. eine Woche. Also wenn es Urlaub ist oder so, Ja, nach ja. einer Woche oder 2 Wochen, sie sind wirklich weich danach. Ja. Und dann sofort, wenn man wieder anfängt zu spielen, dann du hast Blasen auf jedem Finger und dann kannst du nicht wieder spielen. Wahnsinn, Noch ja. eine Woche frei. Ja. Und Ja, kann es man gibt nicht so in Urlaub viele. fahren und dann währenddessen irgendwie Saiten ständig irgendwie so zum Trainieren, ohne zu Ich üben habe oder so? gehört, ich habe wirklich gehört, so in Geschichte von anderen Harfenisten, wenn sie so eine Tennis-Racket, wie sagt man Ja, dafür? Tennisschläger, ja. Aber sie haben es irgendwie gestellt, dass es wie eine Harfe ist und dann sie können das einfach zupfen, Das ist ja auch nicht. so während der Woche. Aber Man weiß sich zu helfen. das habe ich bis jetzt nicht gemacht, aber vielleicht irgendwann. Das ist sehr klasse. Was mich nur interessiert, ist, wie stimmt man die Harfe? Also die verstimmt ja logischerweise Ah. wahrscheinlich auch. Und muss man das jedes Mal tun, wie bei dem Streichinstrument? Oder Ja, ist das also dann. man soll das jedes Mal machen. Ja. Also im Orchester unbedingt jede Probe, so morgen und Nachmittag. Und Und wie lange dauert das bei so vielen Saiten? Also ich meine. es hängt von was du spielst an Okay. und wie warm ist das Zimmer, war die Harfe so schon eine längere Zeit in diesem Zimmer oder nicht. Klar. Aber wenn es, also zum Beispiel für die Aufnahme, ich denke, ich habe jetzt fast 10 Mal pro Tag gespielt. Und wie lange Aber brauchst du? natürlich, es geht. Circa eine Viertelstunde, eine halbe Stunde oder 5 Minuten? Oh nein, 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 es ist nicht wie ein Klavier, also Ja. 5 bis 10 Minuten. Ah ja. Ja. Ja, Wahnsinn. Und das lernt man Ja. auch direkt am Anfang, wenn man hören lernt, dass man irgendwie auf ein Instrument stimmt, so wie bei der Geige oder bei Nee, anderen also ich Instrumenten. glaube, das habe ich gelernt, als ich vielleicht 10 Jahre alt war, Ja, habe ich ja. vergessen. Ja. Es Ja. ist mein Traum, eine Harfe-Stimme zu Ja. engagieren. Noch eine praktische Frage. Ich meine, dieses Instrument ist ja sehr groß und
Wie ist das? Hast du dann, je nachdem, wo du eben zu spielen hast, dann da das Instrument vor Ort oder transportierst du auch dein eigenes manchmal oder wie funktioniert das? Also oft, also zum Beispiel im Orchester gibt es normalerweise ein Diensthafe dabei und dann muss Ja. ich meine Harfe nicht schleppen. Und die klingt dann auch gut? Also genügt? Unterschiedlich. Man Ja. weiß, also es ist das Gleiche mit Klavier. Dann, also normalerweise, wenn es ein gutes Orchester ist, dann klingt die Harfe normalerweise gut. Ja. Aber es gibt verschiedene Modelle und Marke von Harfen und dann muss man manchmal ein bisschen tiefer sitzen oder die Saiten, der Abstand zwischen die Saiten ist anders und dann musst du ganz schnell sich gewöhnen an diese neuen Instrumente. Ich verstehe. Sind die in der Anschaffung sehr teuer oder ist es auch wieder da sehr unterschiedlich? Ja. Wahrscheinlich, ne? Genau. Ja, da gibt es ja unterschiedliche. Und da gibt es dann auch wie bei allen, also jetzt sagen wir mal bei den Streichinstrumenten, bestimmte Häuser, die mit wirklich Top-Geigen oder Celli handeln. Oder weiß man, okay, da fliegt man nach Paris, um sich was auszusuchen. Oder wie Ja, man sich das also vorstellt. es gibt, ich würde sagen, vier sehr bekannte Harfen bauen. Also eine aus Italien, eine aus Amerika, eine aus Frankreich und eine aus Deutschland, also aus in der Nähe von München. Und die amerikanische und italienische, sie sind fast zusammen, also sie sind Schwester, Geschwister. Also sie sind immer sehr ähnlich dann vom Seiten her und ja. Was muss man da ausgeben? Ich habe überhaupt keine Vorstellung. Ist es so wie beim guten Flügel oder ist es weniger, also an Geld? Was zahlt man da für eine wirklich gute Harfe, die deinem Anspruch genügen würde? Was muss ich da ausgeben? Okay, das habe ich nicht ganz verstanden. Was muss ich ausgeben? Also was kostet eine Harfe? Was kostet eine Harfe? Okay. Ja, unterschiedlich. Also für eine gute Pedalharfe. Und sie sind normalerweise besser, wenn sie neu sind, als wenn sie älter sind. Es ist ab 20.000. Und dann bis die ganze vergoldete Harfen, Ach bis. so. Also es gibt super Modelle, die 60.000 kostet und dann es gibt, ja, ich weiß nicht, ob sie besser sind, aber Ich verstehe. noch vergoldete Ja. haben, sie sind fast 100.000. Ja, Wahnsinn. Und du sagtest, dass ja die neuen Harfen eigentlich besser sind. Das ist zum Teil bei Flügeln, also jetzt muss ich vorsichtig sein, aber also natürlich sind alte Instrumente auch toll, aber diese Schnelligkeit an der Taste, diese Reaktivität sozusagen, sind eben bei den neuen Instrumenten ist das einfach besser. Ja? Also da haben wir die ersten 5 Jahre, die sind einfach top. Ja? Also so von der Frische. Ne? Was nicht heißt, dass es immer nur klangschön dann auch so ist, aber so von der Mechanik und so ist es einfach auch so, muss man sagen, es ist moderne Instrument oder das neue Instrument. Da kann man schon nicht so viel falsch machen, ne? Wenn es dann klingt. Ich meine, ich rede jetzt von guten Modellen. Ja, Ja, genau. genau. Also es gibt zwei Sachen. Also die erste, also es gibt so wunderschöne alte Harfen auch. Es ist nur das, also wie mit dem Klavier. Es ist wie eine Maschine. Und es gibt so viele, ich glaube, es gibt fast 2000 bewegende Teile in der Harfe. Und dann, wenn es alte ist, dann gibt es mehrere Die Probleme. Spannung gibt auch nach, ne? Das ist beim Ja, Flügel eben auch auch. so, ne? Dass diese ganzen Dinge, Ja. die sich bedingen, einfach Ja. eine optimale Zeit haben am Anfang, ne? Und die Ja. nimmt dann halt ab. Ja. Das ist fürs Konzert Anscheinend, natürlich also nicht das könnte Gute. man, also mit der Anspannung der Harfe könnte man eine kleine Elefant. Ja, Wahnsinn. es könnte das tragen. Unglaublich, ne? Ja. Ja, Das ist, ja. das wäre cool zu sehen. Ja, oder? Möchtest du es mal ausprobieren? Sie müssen. Ja, also auf jeden Fall, um genau hier meinen Gästen, die hier gerade zuhören, zuschauen, muss ich natürlich sagen, kauft diese CD. Das ist natürlich ganz toll. Balladen, Emily Hoyle, besser geht's nicht. Ne?
Und sag mal, kannst du uns einfach mal so ein, ich meine, ich will dich jetzt nicht bitten, da irgendwie noch was zu spielen, aber mal so ein Glissando, also dass wir einfach mal so Das ein, kann ich machen, ja. ja, ist schön, was Ich kann Unkompliziertes. eigentlich Genau. Glissando machen. Ja, das wäre toll, so zum Abschluss. Zum Beispiel. Das ist nicht schön. Das habe Das ich ist jetzt gemacht. dein Pedalbein, ne? Ja, dieses Mal. Wie klingt das auf Instagram? Ja, das klingt gut. Das klingt gut. Aber und die keltische da, beziehungsweise die andere, die Also, gleiche, das ist, ja, das also, auch nochmal so die eine Kette Vergleich. ist nicht gut gestimmt. Ja, das macht nichts. So, also, Ist nur Instagram. man muss das nicht zu viel beurteilen, Ja. Aber ganz anders im Klang, ja. Interessant. ja, es ist viel leichter Ja. zu spielen als die Konzertharfe. Ja. Ja. Und dann gab es ja noch diese abschließend noch eine kurze Frage, diese Eolsharfe. Man sagte doch immer so, wirklich, wo der Wind so durchstrich und diese Harfe, also diese Harfenklänge sozusagen bewegte. Also was hat es damit auf sich? Also das ist auch so ein ganz altes, also eine alte Harfe, ein altes Instrument oder habe ich mal gelesen. Also das Also, irgendwie was ist. vor Fenster stellte und dann so der Wind da durchhaucht. Also, ich hab der Anfang die Frage nicht gehört. Ich glaube, nennt sich Äolsharfe, ne? Also diese Luft, so eine Luftharfe. Ah, ja, okay. Ja. Dann, ich weiß eigentlich nicht. Ja. Sorry. Ja. Nee, ich weiß es auch nicht. Ich dachte nur irgendwie, wahrscheinlich, das ist schon ganz, ganz alt und dass man Ja. die tatsächlich irgendwie ja, so Ja. vor ein Fenster stellte und Ja, einfach der Wind Musik sozusagen. macht. Genau. Ja, frische Luftmusik. Ja. Ja. Ja, Emily, das ist wirklich ganz, ganz toll. Bereicherst hier uns sehr und wir haben jetzt, glaube ich, alle ein bisschen mehr Ahnung von der Harfe. Und ich finde es ganz, ganz toll, dass du dir die Zeit genommen hast. Du bist ja auch viel beschäftigt und hoffe Ja, jetzt vor danke, allem, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, so mit dir dass, zu unterhalten. dass auch viele, viele, viele Menschen dort deine CD kaufen und genau, nicht nur bei Apple und Spotify sich das anhören, sondern auch einfach physisch kaufen. Ne? Da müssen wir unbedingt Genau, das noch. also es ist von Es ist meiner Webseite wichtig. erhaltbar. Genau. Und ja, und freue mich wirklich sehr, wünsche dir für deinen weiteren Weg wirklich alles erdenklich Gute. Ich meine, du bist einfach jetzt schon so weit oben, viel höher kann es nicht mehr gehen. Ne? Das ist so. Und ja, also ich finde es ganz, ganz toll. Ne? Ja, Sag mir danke auch viel schön. auf und ja, also tausend Ja, Dank. Und ich muss jetzt noch danke schön. kurze Werbung machen. Der nächste Talk wird stattfinden mit Radko Delorco, dem Pianisten. Und wir haben bestimmte Themen dieses Mal. Und zwar werden wir über das Lampenfieber sprechen. Wie bereite ich mich vor einem Konzert vor? Und auch über das Üben. Und dazu ja, wird es also den nächsten Talk geben. Und ich hoffe, ihr seid dabei. Also vielen Dank nochmal, Emily, und